Bei uns zu Gast Jörg Hundertpfund, Professor der Fachhochschule Potsdam, Industrie- und Produktdesigner. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann. Sie betreuen den studentischen Ideenwettbewerb der Belektro. Wie kam es zu Ihrem Engagement? Das ist nicht mein erster Wettbewerb. Wenn ich richtig gerechnet habe, müsste das schon der dritte Wettbewerb sein, wollte ich sagen, den ich zum Anlass nehme, ihn zum Gegenstand einer Lehrveranstaltung zu machen. Der Hintergrund ist ein inhaltlicher. Es geht immer, wenn es um die Belektro geht, um das Thema Licht auch. Und das Thema Licht ist ein, wenn man so will, grundständiges Gestaltungsthema. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Zum einen, ohne Licht wäre Gestaltung gar nicht denkbar oder sichtbar. Und zum anderen kann man Licht selbst auch natürlich gestalten. Also es gibt eine technische Komponente, die man gestalten muss. Aber es gibt natürlich auch eine formale Komponente. Also Licht findet immer irgendwie im Raum statt, ist objekthaft. Und es ist insofern ein sehr komplexes und spannendes Thema, wenn es um Entwicklung, um Technik und um Form geht. Das Thema in diesem Jahr lautet Smart Lighting. Wie würden Sie diesen Begriff definieren? Also Smart Lighting ist ein Begriff, der nicht unbekannt ist im Kontext der Licht- und Leuchtenentwicklung. Das intelligente Licht und bezieht sich vor allen Dingen auf, wenn man so will, auf die Steuerkomponente, auf die Frage der Lichtwirkung und der Lichtanwendung. Das finde ich hochgradig spannend, insbesondere vor dem Hintergrund der sozusagen nicht mehr konventionellen analogen Steuerung von Licht, sondern eben beispielsweise der App-gesteuerten Lichtgestaltung oder der Lichtsteuerung, die sozusagen automatisch angelegt ist. Aber ich finde es vor einem anderen Hintergrund nochmal interessant, und zwar in Bezug auf das, was die Leuchte immer noch ist, nämlich ein formal vorhandenes Ding, ein Objekt, also sowohl das Leuchtmittel als eben auch das, was man konventionell braucht, um Licht zu steuern, also die Leuchtenumgebung, wenn man so will. Ich denke, dass, und das wäre zum Beispiel ein Aspekt, der mich unter dem Begriff des Smart Lighting sehr stark interessiert, dass über die neuen Leuchtenentwicklungen, also ich denke an die LED-Entwicklungen der letzten Dekade, aber natürlich jetzt ganz aktuell der OLED-Entwicklungen in dem Bereich, dass wir auch smarte Entwicklungen im Design benötigen, die eben auf diese neue Leuchtmittel, auf diese neue Lichtsteuerungssituation adäquat reagieren. Also ich sehe das smart nicht nur bezogen auf die Steuerseite, auf sozusagen die virtuelle Seite, sondern ganz konkret auch bezogen auf das Objekt der Leuchte. Sie hatten anlässlich der letzten Light and Building im April 2016 einige Studenten mobilisiert, trotz Semesterferien auf die Messe mit Ihnen zu fahren. Wie haben Sie das realisiert? Ich habe sozusagen in den Wald hineingerufen und bin davon ausgegangen, dass man natürlich selbstverständlich reagiert und auf eine der, im Moment ist es schlicht und ergreifend die Messe, wenn es um das Thema Licht geht, wenn es um das Thema Lichtsteuerung geht. Und ich denke, für Studierende ist es nicht nur essentiell, sondern es ist vor allen Dingen auch angekommen, dass man hier sein muss, wenn man etwas sehen will und vor allen Dingen mit den entsprechenden Fachleuten in Kontakt treten will. Die Teilnehmer der FH Potsdam am Belektro-Ideenwettbewerb überzeugen häufig durch ihre innovativen Ideen. Wie trägt Ihre Lehre dazu bei oder schafft Grundlagen dazu?
es wäre wahrscheinlich, also es ist vermessen, wenn ich das auf meine Lehre nur zurückführen würde. Also ich versuche, wie ich vielleicht eingangs schon geschildert habe, das Thema sehr ganzheitlich einzugehen. Aber ich will darauf verweisen, dass wir im Studiengang Produktdesign sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, also wir vereinigen mehrere gestalterische Disziplinen, nämlich drei. Zum einen Kommunikationsdesign, zum anderen Interface Design und last not least Produktdesign. Und ich glaube, dieses Umfeld erzeugt die Atmosphäre, die es braucht, entsprechend zukunftsweisende, im ganz konkreten Sinne auch anwendbare Lösungen zu generieren. Und ich glaube, das zeigen die Arbeiten unserer Studierenden nicht nur im Kontext dieses Themas Licht. Professor Hundertpfund, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Die Licht betreut das Rahmenprogramm zur Belektro, die am 10. Oktober 2016 zur Eröffnungsveranstaltung in Berlin einlädt.